Na, alles klar bei euch? So, ich mache mir jetzt Frühstück und danach werde ich ein bisschen ein kleines Workout machen oder sowas. Um die Strandfigur zu haben. Heute gehen wir wieder zum Strand. Das wird cool. Heute können wir auch Strand vergessen, weil draußen ist es sehr bewölkt. Dann haben wir die Wetter-App gecheckt und soll heute bis 20. Ich muss immer an Paranormal Activity denken, wo es alles so runterfliegt. Kennt ihr das? Gruselig. Auf jeden Fall. Ja, war es dann heute mit Strand. Soll bis 20 Uhr gewittern. Deswegen. Ja. Schwitzübel. Ich glaube, ich dusche jetzt. Alter Leute, draußen gewittert's echt heftig. Gerade eben hat es voll heftig gedonnert, ey. Wilde Felde. Na, guck mal, und hier steht schon Sturm in Florida. Ich gucke gerade Donnys Live an. Schwaben versus Badener. Ich weiß gar nicht, was Badener sind. Hey, die reden Badisch, nicht Schwäbisch. Zeni zum Beispiel redet Badisch und Paddy redet Schwäbisch. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wo sind da die Unterschiede? Zum Beispiel, Paddy sagt zu dir, schwätzt du Schwäbisch? Und Zeni sagt dann zu dir, Sag ich nicht, redest Badisch? redst du Nee, die Badisch? sagt, doch, entweder ja doch, redst du Badisch? Wie sowas. Und ja, rätst du badisch, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich weiß den Unterschied selber nicht. Ich schwätze einfach, was ich schwitze. Mich das Spider-Schwein sein. Ihr kennt es doch von, wie heißt es? Simpsons. Und die Frau, und da stand nur nicht Hilfe. Danny und der Supersparker sind voll süß zusammen. Ja, auf jeden Fall draußen wird jetzt voll heftig, ey. Ich will aber nicht den ganzen Tag im Zimmer bleiben. Ja. So, das hört schon wieder auf. Wie ihr sehen könnt, bin ich immer noch im Zimmer. Das Wetter ist immer noch voll schlecht. Scheiße, ey. Auf jeden Fall gucke ich gerade philippinische Serie an. Und zwar Bangako-Sayo. Und chill hier aber mit. Und warte, bis das Wetter wieder besser wird. So, ich befinde mich jetzt draußen. Jetzt ist es, glaube ich, wie viel Uhr ist denn eigentlich? Ich habe hier gar kein Zeitgefühl. Okay, es ist eins. Und ich habe einfach Leo vorgeschlagen, dass wir einfach in ein anderes Mall gehen, weil ihr könnt euch ja erinnern, gestern hat Leo gesagt, die Mall ist irgendwie voll Ghetto, in dem wir waren. Und dann kamen wir nach Hause und Leos Schwester hat uns gefragt, ja, und was habt ihr heute so gemacht? Wo seid ihr hingegangen? Und wir so, ja, wir sind zu Regency Mall, Square Mall gegangen. Und ihre Augen wurden nur so groß, so, warum seid ihr dahin? Da ist es voll Ghetto. Wo sind eigentlich die Katzen hin? Wo verstecken sie sich eigentlich, wenn es regnet? Alle Falle. Seht ihr es? Atme doch wieder. Ich hab vorhin geatmet und es war voll gruselig. Ja, und Leo hat gesagt, er findet meine Hose komisch. Aber ich finde sie cool. Findet ihr sie nicht auch cool? Bitte sag, dass es cool ist. Oh.
passt. Macht Jacksonville unsicher. Mit so komischen Bewegungen oder was? Ich wollte gerade wissen, dass du mir einen Stone gibst. Was soll ich dir geben? Pound. Stone. Stein. Ja, es regnet aber voll. Ja, wir waren bis jetzt so daheim. Direkt nach dem Aufstehen Mittagsschlaf gemacht. Das war gut. Ja, er ist aufgestanden, ins Wohnzimmer gegangen und hat im Wohnzimmer gepennt. Und ich war die ganze Zeit im Zimmer. Hab ihr Frühstück gemacht und bin wieder ins Zimmer. Ja. Wir sind gerade im Old Navy und Leo probiert ein Hemd an. Was sonst? Da bin ich. Mein Outfit von heute. Was soll ich dafür eine Hose anziehen? Ich glaube, eine helle Jeans wäre dazu voll cool. Helle Jeans? Ja. Eine etwas hellere, weißt du, so in der Farbe. Wie findet ihr es, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Ich muss mich zwar schon vorher entscheiden, aber... Wir wollen einfach mal eure Meinung wissen. So, wir sind jetzt im Town Center angekommen. Es war schön hier. Wir gehen jetzt in Urban Outfitters rein. Yeah! Was mir hier ein bisschen suspekt erscheint. Nicht so wieder hier rein. Unknown. Also was mir hier in den USA irgendwie ziemlich suspekt erscheint die ganze Zeit, in jedem Laden ist Sale. Also ich fühle mich hier irgendwie ein bisschen verarscht. Die Sachen sind zwar günstig, aber die tun immer so, als wären sie eigentlich viel teurer. I can't understand you. Sorry. Was war das? Keine Ahnung, wieder sowas Merkwürdiges. Mal gucken, ob ich bei Urban Outfitters was finde. Und schon wieder. Sale. Komisch. It's a Canon Lil Jira Mini X. How much does that cost? How much is it? $350. Can I take a picture of it? Yeah. Babe, look. Look how it flips over. Can you show it? You can put it like this, or if you or like this. I know, it's three something. Oh, wow. That's nice. Can you buy that at Best Buy? Oh, it's from Germany. Oh, we got it from Amazon. Amazon. Ja, die Shopping Street hier ist voll cool. Die ist echt voll schön. So ein, das heißt Town Center und ist so wie so ein kleines, wie eine kleine Stadt aufgebaut. Ja. Da will ich hin. Forever. Forever 21. Ja. Oder? Ich glaube schon. Ich will hier hin. Forever 21. Guck mal, hier sieht es voll cool aus. Oh, schöne Sachen. So, hab bisher noch gar nichts gefunden. Egal. Wir sind jetzt bei Chipotle. Oh, da geht's nicht rein. Und werden jetzt was essen, weil voll Hunger. Ich habe nur gefrühstückt bis jetzt. Ich freue mich, weil ich stehe voll auf so mexikanische Scheiße. Ja, stimmt. Hoffentlich gibt's da geile Quesadillas. Ich bin Chili. Oh, Chili con carne, gell? Ja. Ist ja auch geil. Eieiei! Bin mal gespannt, wie es ist. So, unser Essen. Er hat drei Tacos und ich habe eine Käse-Quesadilla. Hi! Jetzt im Abercrombie gelandet. Ich probiere diese an. Mit, alle Jeans hier sind im Sale, deswegen muss man da echt reinhauen. 50% und Abercrombie und Fitch Jeans sollen ja voll gut sein, deswegen probiere ich den mal an.
Das hier ist die erste Jeans, mit wenn ihr die seht. Finde ich eigentlich ganz cool, aber ich weiß auch nicht, ich kann mich eher mit hellen, mit so richtigen Jeans gar nicht anfreunden. Ich bin eher so der schwarze Jeans-Träger. So, das hier ist jetzt die zweite Jeans. Von der Länge her ist es perfekt. Ich habe mir was bei Abercrombie geholt, und zwar einfach nur eine Jeans-Shorts. Ah ja, und ich habe mir bei Apple einen Termin gemacht, weil mein scheiß mobiles Internet nicht geht. Und ich habe jetzt nicht umsonst 50 Euro für diese scheiß Karte gezahlt. Deswegen, und der Typ hat gesagt, von dem SIM-Kartenanbieter, dass ich mal zu Apple gehen soll. Vielleicht liegt es an meinem Handy, weil wenn man die Karte nicht bei ihm reinmacht, dann geht's. Und ja. Jetzt den Smart ganz als Cabrio umfunktioniert. Ja, war cool. Und jetzt warte ich die ganze Zeit, bis Apple mir schreibt, weil ich will mein Handy, ich will Internet. Sieht voll schön aus hier. Wo bin ich jetzt im Apple Store und warte jetzt, bis mich jemand bedient. Was auch voll komisch ist, ich habe ja erzählt, mein Internet geht nicht. Warum beobachtet mich dieser Typ? Der hat also geschrieben, geht ihr auch mal nach Florida in die City. Florida ist ein Bundesstaat, so wie Baden-Württemberg. Ja, da war auch jemand drunter geschrieben. Also ich habe ja erzählt, mein Internet geht nicht. Und also auf meinem Handy, also wenn ich jetzt, guck mal, ich zeig's euch mal. Nochmal, wenn ich versuche hier eine Seite zu gehen, dann heißt da gleich, meine mobilen Daten sind nicht aktiv. Aber wir haben gerade versucht, Hotspot zu machen, also dass Leo in meinen Hotspot reingeht. Und er konnte ins Internet. Ich check's nicht. Was ist da los? Das ist, glaube ich, ein Fehler von meinem Handy oder so. Und ich warte, bis mich jemand bedient. Oh no, you must pay $269. To get a new phone. Das steht auch in gar keiner Relation. Wir sind für 2 Wochen da. Wer holt sich denn für 2 Wochen ein neues Handy, Mann? Bah! Idiot. Chill. So ja, aber like auf jeden Fall, was uns halt voll ärgert, wir haben nicht nur eine halbe Stunde gewartet, also eine halbe Stunde im Laden, sondern haben eigentlich insgesamt 2 Stunden gewartet. 2,5 Stunden, weil es halt. und sind ja eigentlich noch deswegen noch im Dings geblieben, also hier geblieben, damit die uns helfen. Scheiße, Akku aufladen. Ja, jetzt fahren wir heim und essen mit der Familie. Och, das muss doch verschieben, das Scheiße. Wir hatten halt ein bisschen Stress im Apple Store. Mein Handy wurde immer noch nicht repariert. Ah ja, vorhin, Leute, bin ich ja gefahren. Also vorhin bin ich gefahren auf dem Hinweg und also wir sind in eine Bar gegangen und haben ein bisschen gechillt halt noch, haben den Abend ausklingen lassen und auf dem Hinweg waren irgendwie so 3 Polizeiautos und ich hab so mitten auf der Straße einfach gewendet und ich dachte mir so, oh, fuck, das ist ein Polizeiauto. Und wir haben auch noch den Porsche, der ist ziemlich auffällig. Ja, und dann habe ich gewendet und dann wollte ich auf dem Parkplatz auf die linke Seite, musste dann irgendwie nochmal über die komplette Straße dann einparken und ein Polizeiauto stand die ganze Zeit dann so mitten einfach auf der Straße. Hat gewartet, bis wir aussteigen. Hatte voll Schiss. Und besonders Katha, die ihren Führerschein nicht in der Tasche. Ja, und ich habe meinen Führerschein vergessen. Und ich hatte die ganze Zeit voll Schiss, dass die ganz irgendwie, dass die zu uns kommen. Weil Bobby hat erzählt, dass die Polizei hier, also das habt ihr ja bestimmt auch schon mal mitbekommen,
in den Nachrichten, dass die Polizei hier sehr korrupt ist. Ja, und die sind halt mega straight, weil hier könnte ja jeder eine Knarre im Auto haben. Von daher, wenn du von der Polizei angehalten wirst, musst du deine Hände aufs Lenkrad machen und so. Ja. Und die, wenn die an, die kommen schon ans Auto mit der Knarre. Mit der Hand an der Knarre. Ja. Und weil wenn man das mit Deutschland vergleicht, die wurde ja schon mal auch in Deutschland kontrolliert. Und da waren die so, ja, hallo, guten Abend. Woher kommen Sie gerade? Haben Sie irgendwelche Betäubungsmittel konsumiert? Ich sag mal so, nee. Und hier sind die, step out the car, yeah, put your hands up. Ja, richtig so, Alter. Mit der Hand schon am, du musst richtig schon so rausgehen, so, nix gemacht. Und Bobby hat uns auch erzählt, wenn die dir ein Ticket geben, kann sich, so in Deutschland wird es sich vielleicht, wenn es keinen Grund gibt, würdest du dich beschweren. Sagen, hey, ich habe doch gar nichts gemacht. Aber hier ist es so, du sollst, also du musst einfach nur, okay, danke, schönen Abend noch. Das Krasse ist hier auch, wenn du zum Beispiel in Deutschland, also jeder von euch, der einen Führerschein hat, weiß es, wenn du einen Strafzettel kriegst, dann kommt der zu dir nach Hause und du zahlst es irgendwann. Hier ist es so, du musst es gleich beim Kopf zahlen. Mhm. Und wenn du das Geld nicht dabei hast, dann nehmen die dich direkt mit auf die Wache, ja, wirst eingesperrt und irgendwer muss kommen und die Strafe zahlen, bevor du wieder gehen darfst. Richtig krass. Also wenn ihr in Amerika fahrt, immer Geld in Wetter schauen. Ja. Das ist meine Abendroutine. Ich streichle sie noch, bevor ich reingehe. Okay. Kleine Mausi. So süß. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Katze sich auf den Rücken legt. Dann fühlt sie sich wohl. Die erinnert mich an Mila. Jetzt schneide ich rein. Der hat gerade gepupst. Hast du noch gefilmt, oder? Ja. So, ich sag mal, gute Nacht und bis morgen, Leute.